Hallo und herzlich willkommen zu Railway Empire 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ein Angespielt zu Railway Empire, dem Nachfolger des ersten Teils, der heiß erwartet ist. Es gab bei mir damals, ich glaube sogar zwei Let's Play-Serien zum ersten Teil, inklusive Angespielt, auch alles damals. Also das habe ich sehr gerne gespielt. Und ich bin sehr froh, jetzt hier den Nachfolger zu haben. Key wurde mir von Calypso zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wir steigen mal direkt ein. Ich mache vorher aber noch die Musik ein bisschen leiser. So, da muss ich nicht so schreien. Okay, also, los geht's. Tutorial spielen wir nicht. Wir starten stattdessen mit einem Szenario. Und ja, es sind noch nicht alle Szenarien da, keine Frage. Wir können aber, ich muss mal kurz schauen, Europa, Nordamerika, jetzt muss ich mal eben schauen, was freigeschaltet war. Ja, ich weiß gerade, war schon was da. Ich meine, in Nordamerika ist auch irgendwas frei oder war es in Europa? Nein, Moment. Wir machen einfach mal so und ich gehe mal eben durch und irgendwas davon können wir dann starten auf jeden Fall. Genau, da. England und Schottland. So. London 1860, das ist alles festgegeben. In dieser Version, in dieser Vorabversion ist natürlich noch einiges nicht fertig und es wird mit Sicherheit auch noch Bugs und kleinere Probleme geben. Die werden wir natürlich gekonnt umschiffen mit dem Vermerk auf den frühen Stadium des Spiels. Da wird noch ordentlich dran gewerkelt bis zum Release. So, und jetzt steigen wir ein. Der Flying Scotsman, das Gesicht des Eisenbahntransports im Vereinigten Königreich des Jahres 1860, hat sich seit seinen ersten Tagen gewandelt. Nach einem wilden Rennen um den Ausbau des Schienennetzes wird nun immer stärker auf Schnelligkeit und Komfort gesetzt. Übernimm die Kontrolle über den East Coast Joint Stock und schaffe eine Expressverbindung zwischen England und Schottland. Schlage die Konkurrenz und erreiche das Ziel als erstes. Eine der berühmtesten Verbindungen Großbritanniens zu erschaffen. Los geht's! So, wir können natürlich wie im ersten Teil auch einen Charakter auswählen und ja, die sind jetzt schön animiert, das sieht richtig edel aus. Schau mal, draußen ist sogar ein Passagier durchgelaufen. Wir stehen hier natürlich auf irgendeinem Gleis in einem sehr luxuriös ausgestatteten Waggon und wir haben die Möglichkeit zwischen dem Ingenieur, dem Gangster, der Unternehmerin, ich wollte schon sagen, Ich warte mal vielleicht ein bisschen, bis sich das Bild ändert. Also der Gangster, die Unternehmerin, dem Professor, dem General, der Dame und wieder zurück zum Ingenieur. Und jeder hat natürlich gewisse Vor- und Nachteile. Und ich glaube, wer mich am meisten angelacht hat, war tatsächlich jetzt der Professor. Der ist redegewandt, das heißt, die Kosten einer Auktion werden nachträglich um 30% reduziert. Außerdem ist er verhandlungssicher. Lokomotiven sind 60% günstiger, das ist ein enormer Rabatt. Und er ist allerdings ein bisschen unpopulär. 15% weniger Einnahmen durch Passagiere und Post. Naja, ja, wir haben ja noch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Der Name hier Walter Pajonk, naja, das geht natürlich gar nicht. Wir sind natürlich Dr. Wolfsherz. So. Und hier, das können wir nicht ändern, das gehört jetzt mal zum Szenario. Und dann steigen wir auch wirklich mal ein. Wir können auch nichts anpassen. Es ist alles für uns vorgegeben. Gleiskosten, Brückenkosten, Tunnelkosten, Wartungskosten, alles eingestellt. Stärke der KI. Wir akzeptieren das einfach und legen jetzt aber wirklich los. Und nach einer kleinen Ladezeit sind wir da. Feedback und Fehlermeldung. Das Gesicht der Eisenbahn im Vereinigten Königreich hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher war es den Leuten wichtig, überhaupt eine Verbindung zu haben. Heutzutage wollen sie jedoch immer längere, aber dafür schnellere Strecken, auf denen sich reisen lässt. Du kannst dir sicher schon denken, für was man uns angeheuert hat, oder? Wir, oder besser gesagt du, sollst einen Special Scotch Express einrichten, der London mit Edinburgh verbindet. Ich werde assistieren. Ich habe dir eine kleine Liste mit Aufgaben geschrieben. Damit sollten wir fürs Erste loslegen. Ja, wir sehen die große, die wirklich große Karte mit den verschiedenen Städten. Hier haben wir noch gar keinen Zugriff, deswegen fangen wir mal wahrscheinlich in London an und schauen uns mal zuerst unsere Aufgaben an. Also übernimm die Kontrolle, ja, ist klar. So,
Beliefere London mit 8 Ladungen Holz. Das ist die erste Aufgabe. Für die haben wir auch nur Zeit bis Dezember. Wir sind im Januar. Dann müssen wir ebenfalls dafür sorgen, dass London 40.000 Einwohner hat. Das Bevölkerungswachstum kurbeln wir an, indem wir zum Beispiel Waren in die Stadt liefern. Und bis Dezember 81, also nochmal ein ganzes Jahr drauf, müssen wir mit dem Zug zwischen London und York den Expressstatus erzielen. Das, ja, hört sich doch schaffbar und machbar an. Aber bevor wir jetzt loslegen, leider läuft die Zeit schon, oder? Ich kann pausieren. Ich habe P gedrückt. Dann gibt es keine Musik mehr. Und die Zeit steht still. Wir schauen mal hier. Die Zeit steht nicht still. Nee, ich glaube, es gibt, doch, mit Leertaste gibt es Pause. Wir blicken auf London und wir sehen schon hier, das sieht alles ein bisschen anders aus als im ersten Teil. Die Straßen, es gibt unterschiedliche Straßen hier. Hier ist schon mal zum Beispiel schon so ein bisschen gepflastert und ja, wir haben schöne Gebäude, wirklich, wirklich sehr detailreich dargestellt. Das gefällt mir sehr gut. Wow. Ich muss mal kurz ausschalten, dass die Maus am Bildschirmrand scrollt. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist ein Feature, was ich in allen Spielen ausstelle. Ja, das hier ist das Unternehmen. Das ist unsere Firmenzentrale. Der Sitz von East Coast Joint Stock. Und ja, so sieht das Ganze aus. Sehr schön. Wir sehen, dass hier die Übersicht aufzurufen ist. Und wir können sehen, diverse Statistiken. Zum Beispiel 21.618 Einwohner haben wir im Moment. Und wir sehen hier auch einen Verbrauch von Waggons pro Woche. Bedarfsdeckung ist momentan 43%. Wie werden momentan Züge genutzt? Und naja, hier ist halt schon ein Bahnhof. Auf den Transport warten im Moment 354 Passagiere, 286 Postsäcke. Und es gibt auch ein Exportlager. Bier wird hier produziert in London und will will transportiert werden. Mal schauen. Welche andere Stadt vielleicht Bier haben möchte, das werden wir uns alles ansehen. Auf jeden Fall ist die erste Aufgabe ja, London erstmal mit Holz zu beliefern. Und hier wird uns auch ein Hinweis gegeben, errichte deinen ersten Bahnhof am besten in deiner Stadtstadt. Das hört sich gut an, das wollen wir dann auch gleich mal tun. Wir sehen, hier ist schon ein Bahnhof, das wollte ich nochmal anschauen. Moment. Dieser Bahnhof gehört irgendeiner Konkurrentin, da sehen wir den Kopf davon. Mehr kriege ich da momentan nicht so raus, wobei wir haben bestimmt irgendwo die Auflistung Konkurrenz da. Madame C.J. Ward, London and Northwestern ist die Gesellschaft, die hier bereits einen Bahnhof hat. Und ja, wir bauen direkt einen weiteren Bahnhof und haben da natürlich jetzt die Möglichkeit, können frei platzieren. Und zwar können wir Bahnhöfe im Stadtgebiet bauen, das heißt überall, wo es grün ist. Und wir müssen darauf achten, dass dort schon gewisse Gebäude bestehen, die uns limitieren. Wenn ich den Bahnhof jetzt zum Beispiel drehen würde, ja, wir sehen jetzt hier so viele Gleise, die hier gebaut werden können. Aber wenn ich den Bahnhof so platziere, dann kriegen wir hier nie mehr als 3 Gleise ran, weil da der Firmensitz im Weg ist. Deswegen muss man das immer schon sehr genau berücksichtigen. Ich würde den Bahnhof einfach mal hier so reinstellen. Und ja, ein Feature von Railway Empire, das auch im ersten Teil schon war, ist, dass die Stadt sich dann so ein bisschen anpasst. Und das ist hier auch der Fall. Ich platziere das jetzt einfach mal wirklich hier so rein. Du fällst immer gleich mit der Tür ins Haus, was? Gebaut wird natürlich erstmal nur mit einem Gleis. Aber die ganze Stadt hat sich drumherum angepasst. Das finde ich sehr gut. So kann man, anders als in anderen Spielen, die Bahnhöfe wirklich mitten ins Zentrum stellen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, hier ist unser Bahnhof. Und 1860 errichtet. Hier ist natürlich noch nichts passiert. Kein Problem. Wir können Erweiterungen bauen. Jeder Bahnhof kann mit Gebäuden noch erweitert werden. Wir können ja mal schauen, was da jetzt möglich ist. Zum Beispiel ein Wartungsdepot oder eine Abfertigungshalle, ein Restaurant, eine Markthalle, ein Postamt und eine Lagerhalle. Und naja, was die machen, könnt ihr hier unten jeweils gelesen haben. Dürft ihr gerne nochmal zurückgehen auch. Wir bauen jetzt aber im Moment hier noch keine Erweiterung, sondern schauen erstmal, wo wir zum Beispiel Holz herbekommen. Denn das ist ja die Aufgabe, die wir momentan erstmal vorrangig haben. Und wir schauen mal, ob hier irgendwo im Umland Holz produziert wird. Da ist tatsächlich was. Hier ist ein Wald. O'Reilly Rodung.
Und da müssten wir jetzt mal schauen, dass wir einen Bahnhof bauen. Das Problem ist, wir müssen dazu das Gebiet erwerben. Naja, wir haben ein bisschen Geld. Mal schauen, wie teuer das ist. Wir brauchen also eine Konzession und das Gebiet umfasst 2 Städte und 4 Betriebe. 150.000 würde uns das kosten. Und in Anbetracht unserer 2,5 Millionen würde ich sagen, machen wir das mal direkt und bauen jetzt hier einen Bahnhof zu diesem Rodungsbetrieb. Hier oben Gebäudebau, ein Bahnhof hierhin. Und der muss jetzt natürlich innerhalb des grünen Kreises sein. Und da, wo es rot ist, geht es nicht. Und wir wollen den schon mal direkt Richtung London ausrichten, damit wir gar nicht so viele Kurven fahren müssen. Machen wir das einfach mal hier so. Obwohl so ein bisschen an der Straße. Nee, ist egal. Wir stellen den hier so hin. Unsere O'Reilly Station. Ich glaube, wir können die auch alle umbenennen. Muss ich mal kurz schauen. Kann auch sein, dass es sich nicht umbenennen lässt. Vielleicht, wenn ich hier auf Unternehmen gehe. Oder... Ja, ich fürchte, ich kann ihn nicht umbenennen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht geht das im Szenario jetzt einfach nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, so schlau gebaut war der Bahnhof jetzt übrigens nicht, weil ich sehe gerade, hier ist ja ein Fluss und den möchte ich nicht zweimal überqueren. Also fahren wir hier auf jeden Fall schon mal drumherum. Jetzt brauchen wir die Verbindung. Das heißt Gleisbau. Und wir starten hier auf diesem Gleis. Und ich kann jetzt Folgendes tun. Das ist sehr komfortabel. Ich klicke das einfach hier an und es wird schon automatisch irgendwie eine Route gebaut. Aber die passt uns natürlich überhaupt nicht, weil schaut einmal auf die Kosten. 2.618.000. Das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten. Und wollen wir uns auch nicht leisten. Warum ist das so teuer? Naja, hier wird direkt mal Tunnel gebaut. Und der Tunnel wird hier auch noch unter dem Fluss durchgeführt. Das ist natürlich klar, dass das unglaublich teuer ist. Der geht dann auch noch bis hierhin. Keine Chance. Und da sehen wir auch, der Tunnel alleine macht die 2,5 Millionen aus. Wir können jetzt Abschnitte setzen. Wir klicken einfach irgendwo aufs Gleis. Dann haben wir einen neuen Bauabschnitt und können den per Drag-and-Drop einfach irgendwo hinziehen. Und das machen wir jetzt. Wir fahren hier am Fluss entlang. Und wir sehen jetzt hier eine Steigung auch 1%. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das ist sehr gut. Ich würde aber gerne hier gerade aus dem Bahnhof raus. Das ist... Nee, möchte ich doch nicht. Weil dann haben wir hier eine 3% Steigung. Das nehmen wir also gleich wieder raus. So ist besser. Okay. Und ansonsten können wir aber alles so lassen. Außer, dass ich hier dann doch noch so machen würde. Ja, so bauen wir es. Kostet uns nur noch 101.000. Und wir haben eine Streckenlänge von 111 Kilometer. Zack, da haben wir es. Wir könnten jetzt auch weiterbauen, aber fürs Erste reicht uns das. Gleisbau ist sehr schön, können wir sehr viele Sachen machen, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wie man Signale macht und solche Sachen, das kommt alles später noch. Jetzt wollen wir erstmal einen Zug aufsetzen und London mit dem Holz versorgen. Wir müssen zunächst mal eine Lokomotive wählen und wir haben am Anfang zwei zur Wahl. Ne, wir haben sogar mehrere, sehe ich gerade, das ist ja schön. Oh, da sind aber einige. Ich glaube, dass das die neueste ist, weil hier das Erscheinungsjahr halt eben frischer ist als diese hier. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir auch in dieser Kategorie. Die ist geeignet für Gemisch. Das heißt, hier können wir sowohl Express- als auch Warenverkehr machen. Expressverkehr ist für Post und Passagiere übrigens. Diese hier eignet sich nur für Express. Das heißt, die hat dann eine niedrigere Zugleistung und ist deswegen dann nicht so gut für Waren geeignet. Aber... Ja. Wir werden jetzt die Rogers Mogul nehmen. Preis ist natürlich höher, als wenn wir jetzt hier eine reine Frachtlok nehmen. Aber dafür können wir es später auch noch für andere Sachen nehmen. Beliebtheit 104%, Zuverlässigkeit ist hoch. Wartungsbedarf ist etwas erhöht, würde ich sagen. Der Verbrauch 102. Naja, müssen wir einfach mal schauen. Wir kaufen das. Die Zuglänge, Beladung, die stellen wir auf automatisch. Das Spiel ist so intelligent zu erkennen, dass es hier Holz gibt und wird deswegen hier Holzwaggons natürlich anhängen und die
dann hier entsprechend wieder abhängen. Und der wird leer zurückfahren, weil von London wird es nichts geben, das hier zur O'Reilly Station im Wald gefahren werden muss. 33.000 kostet das, wird gekauft. Und jetzt nehmen wir die Pause mal raus und wir müssen mal schauen. Ich glaube, der Zug entsteht auch hier. Will ich zumindest hoffen. Na, wo ist der Zug? Wo ist unsere Lok? Okay, wir kriegen erstmal Nachrichten. London und Northwestern unter Volldampf. Rogers Mogul erreicht 55 km/h. Ja, das ist alles wunderbar, aber ich muss mal gerade ganz kurz schauen, wo unsere Lok denn jetzt ist. Denn eigentlich, ich habe gar keine Zuglinie eingerichtet. Heißt das, ich habe jetzt eine Lok gekauft? Keine Züge vorhanden. Nee, ich habe neue Zuglinie. Nochmal. Ach, Leute. Ich bin ja intelligent. Also, ich muss natürlich erstmal anklicken, von wo nach wo der fahren soll. Also, O'Reilly Station nach London. Wie konnte ich das vergessen? So, bei O'Reilly Station wartet Holz. Hier warten Passagiere, Postsäcke und Bier. Aber wie gesagt, das hat hier keinen Abnehmer. Deswegen fährt er leer zurück. Jetzt wählen wir nochmal die Lok. Wir nehmen den Rogers Mogul. Beladung automatisch, bestätigen das Ganze. Und jetzt haben wir erstmals auch eine Linie. Und jetzt wird hier, wenn ich die Pause rausnehme, die Lok entstehen und wird hierher fahren und wir schauen uns an, wie die beladen wird. Da werden jetzt automatische Waggons dran gehängt. Das ist so ganz in Railway Empire Manier. Das ist damals bei, wie heißt das Spiel nochmal, von Sid Meier. Ich habe es jetzt tatsächlich vergessen, aber da ist das auch so, dass die Züge ihre Waggons dynamisch an den jeweiligen Bahnhöfen bekommen. Man kann das auch fest einstellen, aber so ist auch okay. So, der lädt jetzt hier einfach Holz auf. Wir können das hier sehen. Da ist er auch schon voll. Und was wir auch hier sehen, ist zum Beispiel einmal den Zustand der Lokomotive. Wir sehen den Wasservorrat, den Sandvorrat, wird beim Bremsen benötigt und den Ölvorrat. Ja, Ölvorrat. Natürlich fährt das Ding hier mit Kohle, aber Öl, denke ich mal, heißt hier vor allem Schmieren der Gelenke und sowas alles. Muss halt auch da sein. Wir können uns die Zugdaten noch ansehen, wir können eine Bilanz ziehen, wir können den Zug zentrieren und wir können mitfahren. Und das machen wir jetzt mal. Gleich mal das Erste. Erstmal schauen. Moment. Ich kann die Kamera bewegen. Aber irgendwie, ich möchte gerne nach vorne schauen. So. Fahren wir hier mal auf der Strecke einmal mit und schauen uns an, wie das aussieht. Hier ist das Gelände natürlich stark bearbeitet worden. Und wir fahren durch eine schöne Landschaft, wie ich finde. Das kann sich schon sehen lassen. Ein bisschen schauen nach links und rechts. Wir sind sehr tief. Gucken, ob ich ein bisschen höher komme. Irgendwie komme ich nicht höher. Aber wir sehen da unten den Fluss. Brücke dort. Sehr schön. Ja, und jetzt geht's halt im Eiltempo mit 53 km/h auf London zu. Was ja sehr schön ist, wir können Zuglinien kopieren, bearbeiten und. Und naja, jetzt warten wir einfach auf die Ankunft in London. Und wie viel haben wir hier? 3, 6, 7, 8. Das heißt, das ist schon die Erfüllung des Ziels dann. Da müssen wir jetzt nochmal reinschauen. Wir müssen ja auch für 40.000 Einwohner sorgen in London. Das, wie gesagt, durch die Versorgung der Stadt mit Gütern kurbeln wir das Wachstum an. Wir können aber mal schauen. Bei der Entwicklung, nee, bei der, schauen irgendwo. Jetzt will ich aber nicht verpassen, wie unsere Lok hier einfährt und die Waren abliefert. Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Jetzt werden die Waggons alle in Laden abgekoppelt und dann gibt es gleich Geld. Denn natürlich machen wir das alles für den schnöden Mammon. Wofür sonst? Und das ist auch sehr schön, wie hier überall
auch Personen und Fuhrwerke. Erste Lieferung angekommen. Soweit, so gut. Animiert sind und in der Stadt umherfahren. 16.000 hat uns das eingebracht und ja, die Erfüllung der ersten Aufgabe. Und ja, jetzt müssen wir halt für die Einwohner sorgen. Wie gesagt, wir könnten auch einen Passagiertransport einrichten. Zum Beispiel könnten wir auch eine Linie nach Oxford haben, so wie das auch hier das andere Unternehmen hat. Das heißt, wir müssten hier erstmal einen Bahnhof bauen. Und das ist natürlich schade, sag ich mal, dass das andere Unternehmen hier schon so reingebaut hat und so hässlich gebaut hat. Aber da können wir leider nichts dran ändern. Komm, wir bauen mal munter einen Bahnhof hier rein. Ich würde sagen, wir platzieren den mal hier unten. Da können wir nicht platzieren. Hier können wir platzieren. Hast du nicht bemerkt, dass ich in dieser Stadt schon vertreten bin? Doch, natürlich haben wir das gemerkt. Aber wer sagt denn, dass du hier die Exklusivrechte für die Stadt hast, gute Dame? Denn so ist das nicht. Und jetzt müssen wir natürlich Folgendes tun. Wir müssen das hier an diesem Bahnhof anschließen. Das heißt, wir bräuchten hier erstmal ein neues Gleis. Ich muss mal gerade schauen, wie das geht. Erweiterung bauen. Na, Erwartungsdepot, das machen wir alles später. Wie kriegen wir hier ein zweites Gleis dran, ist die Frage. Genau, indem wir einfach hier einen Anschluss machen. Und jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir reißen einen Teil der Strecke ab. Wir können jetzt hier, ich zeige das mal, mit Abriss einfach draufklicken. Dann wird aber die gesamte Strecke abgerissen. Wenn wir nur einen Streckenabschnitt abreißen wollen, müssen wir eine Markierung setzen. Und das mache ich mal an dieser Stelle mit Shift setzen wir hier einen Marker. Und jetzt reißen wir nur dieses Stück ab. Ja, genau das, was wir wollen. Und jetzt können wir die Linie aber gleich mal wieder in Ordnung bringen, indem wir von hier einfach hier dran anschließen und das Ganze bauen. Und jetzt ist die Linie wieder intakt und wir haben jetzt automatisch auch so viele Gleise an den Bahnhof dran gebaut. Und jetzt müssen wir eben schauen, ob die Linie funktioniert. Sollte aber eigentlich. Also Zuglinien. Ja, die Linie ist intakt. Das können wir hier überprüfen. Wunderbar. Wir wollen nach Oxford fahren. Upsi. Und unsere Gleise bauen. Also. Wir machen das auch so, indem wir das hier einfach direkt anschließen. Wir gehen in Oxford auch an Gleis 1. Und jetzt schauen wir mal. Naja, wir wollen hier auf keinen Fall Tunnel haben. Das heißt, wir ziehen hier auf jeden Fall schon mal die Route so raus. Wir haben jetzt hier eine Steigung von 0%, also sehr gut. Wir wollen hier auch über den Fluss natürlich. Ich würde sagen, dass wir das ein bisschen eleganter bauen, als die das gemacht haben. So, schöne gerade Strecke. Und dann sind wir hier sehr gut unterwegs mit 84.000. Das kann sich doch sehen lassen. Das können wir direkt mal bauen. So. Und dann setzen wir natürlich auch einen Zug auf, indem wir hier auf neue Zuglinie gehen. Wir fahren von London nach Oxford. Und wir nehmen die Rogers Mogul als neuesten Zug und Beladung automatisch. Was jetzt passiert ist, wenn zum Beispiel Oxford Bier haben möchte, dann würden hier auch Bierwaggons an den Zug angehängt werden und mit nach Oxford gefahren. Und in Oxford wird Stoff produziert. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob London Stoff braucht, aber da gibt es natürlich einen Trick. Wir könnten zum Beispiel eine Fabrik bauen, die den Stoff verarbeitet, um dann den Bedarf quasi künstlich, oder naja, was heißt künstlich? Wir können den Bedarf selbst herstellen. Erstmal richten wir die Linie jetzt aber ein und lassen das auf Automatik stehen und wir schauen mal, was der Zug jetzt hier aus London mitnimmt. Da hat er auf jeden Fall mal einen Personen- und einen Postsack. Also einen Postanhänger angehängt. Und er fährt dann auch schon los. Mehr nimmt er hier jetzt leider gar nicht mit. Das ist natürlich ein bisschen mau. Und offensichtlich wird auch kein Bier in Oxford gebraucht. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Okay, die Nachfrage für die importierte Ware Bier wurde reduziert, da sie den maximalen Lagerbestand erreicht hat. Das heißt, wahrscheinlich fährt die gute Dame hier schon Bier von London her und deswegen bleibt für uns jetzt nichts übrig. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen können. Wir haben hier ja die Brauerei. Eine Stufe 1 Brauerei.
wenn wir dieser Brauerei mehr Getreide bringen, dann wird hier auch mehr Bier produziert. Das wäre also eine Möglichkeit, den Output zu erhöhen. Und dann fährt man das Bier, ja, meinetwegen nach Birmingham, ja. Weil, wenn es in Oxford nicht angenommen wird, dann vielleicht in Birmingham. Also wäre hier mal ein Bahnhof sinnvoll, würde ich sagen. Und ich mache das jetzt einfach. Ich greife einfach dem Spiel voraus. Ich meine, so viel können wir auch gerade noch selbst schaffen. Bahnhof hier dran, zack. Ein Gleis von hier. Und wir gehen jetzt hier mal an dieses Gleis dran. Moment, jetzt muss ich nochmal schauen. An dieses wollen wir dann dran. Eben kurz den Verlauf prüfen. Das sieht doch in Ordnung aus. Wunderbar. Dann gibt es eine neue Zuglinie von hier nach dort. Lokomotive ist die Rogers Mogul. Bestätigen. Und jetzt haben wir schon die dritte Linie aktiv. Und hier wird jetzt Weizen oder Getreide, besser gesagt, nach London gebracht. So, und Stoff. Na, wurde hier auch schon die Nachfrage reduziert, weil der Lagerbestand schon erreicht ist. Jetzt ist die Frage, was können wir daran machen? Was können wir daran machen? Was für Gebäude können wir hier zum Beispiel errichten? Fabriken, Stadtgebäude, Bibliothek, Museum, Universität, das ist alles schön. Schauen wir mal kurz, was macht denn das Zuwanderungsbüro? Kann in Städten über 30.000 Einwohnern errichtet werden und lockt Bürger aus umliegenden Regionen an. Erhöht die Zuwanderung um 19%. Naja, wir können es noch nicht bauen. Wir haben noch nicht 30.000 Einwohner. Aber das wäre ja schon mal eine Sache. Hier brauchen wir noch mehr Leute jeweils für. Schauen wir bei den Fabriken. Wir könnten noch eine eigene Brauerei errichten. Oder auch nicht. Warum können wir keine Brauerei errichten? Ich glaube, das hängt mit der Stadtgröße zusammen. London. Wir könnten die kaufen, aber das will ich ja gar nicht machen. Ich pausiere mal kurz das Spiel. Ich muss mal eben rausfinden. Das sind die Bahnhöfe hier übrigens. London und London 2. Ich würde den wirklich gerne umbenennen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wo man es sieht, aber Fakt ist, wenn die Stadt wächst, dann lassen sich auch mehr Betriebe bauen. Also unten links steht halt, in der Stadt kann derzeit keine weitere Industrie angesiedelt werden. Ich wünschte, man könnte es irgendwo sehen. Wahrscheinlich weiß ich gerade nur nicht wo. Aber ist egal, Leute. Wir machen jetzt erstmal weiter. Wir liefern, da ist schon der erste Getreide angekommen, das erste Getreide. 16.000 haben wir gemacht. Wunderbar. Naja, und jetzt wird die Brauerei möglicherweise noch steigen. Die hat nämlich eine Auslastung von 100% über 10 Wochen gesehen jetzt. Aber wie gesagt, dadurch, dass mehr Getreide jetzt da ist, passiert da ja vielleicht was. So, wir schauen derweil mal. 22.000, es geht ein wenig aufwärts. Oh, was haben wir hier? Jede Lokomotive benötigt entlang ihrer Route ein Wartungsdepot. Dieses kann an bestehenden Bahnhöfen errichtet werden. Jawohl, wir schauen uns mal kurz die Lok an. Da werden wir sehen, dass hier der Zustand der Lokomotive bereits bedenklich ist und wir ein Wartungsdepot dringend brauchen. Das heißt, wir erweitern den Bahnhof hier, wo ja alle Züge momentan noch hinfahren, um ein Wartungsdepot für 64.800. Und dann hätten wir das schon mal. Und ihr ahnt es schon, es geht natürlich noch weiter. Die Züge brauchen nicht nur Wartung, wir haben ja schon die anderen Ressourcen gesehen, wie Sand und Wasser. Auch das
muss natürlich irgendwo passieren. Das heißt, wir können mal gerade schauen. Früher musste man Wasserdepots entlang der Strecke bauen, ob das hier jetzt in der Stadt geht. Und ich glaube, das ist so. Oder macht das Wartungsdepot das schon? Das Wartungsdepot repariert nur. Gebäudebau, da ist der Versorgungsturm und der muss außerhalb der Städte auf Gleisen gebaut werden. Okay, das Versorgungsdepot liefert Sand, Wasser und Öl und kostet 27.000. Eine Panne. Nicht jeder kann seinen Laden so im Griff haben wie ich. Ja, ja, natürlich. Dieser Zug hat jetzt eine Panne. Es wird halt Wartung benötigt. Fährt gleich weiter und Wartung kriegt er dann in London. Und dann läuft das auch wieder. Wir müssen jetzt ein bisschen Wasser, ein bisschen Depots, ein bisschen Versorgungstürme bauen. Wir errichten mal einen hier. Wir errichten des Weiteren einen hier. Und wir errichten auch einen hier. Anders kriegen wir es leider nicht hin. Weil wir halt drei unterschiedliche Strecken haben. Natürlich könnte man diese beiden Strecken auch irgendwie ein Stück zusammenlaufen lassen und dann nur einen Wartungspunkt haben. Einen Versorgungspunkt. Aber wir haben es jetzt so gebaut. Also machen wir es so. Okay. So, Wartung bitte. Fährt die weiter oder müssen wir jetzt was tun? Ich hoffe, dass die gleich weiterfährt. Naja, der wird wohl weiterfahren, aber es dauert offensichtlich eine Weile. Jetzt ist er immer noch. Es sind schon 3 Tage weiter. Okay. Ich glaube, das funktioniert nicht. Zuglinien. So, müssen wir leider nochmal neu anlegen. Da habe ich aber zu lange mit der Wartung gewartet. Die bleiben dann liegen. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen, aber ich weiß leider nicht wie. Also kaufen wir neu und ab jetzt kriegt ja jeder Zug Wartung. Für die anderen Linien ist das noch rechtzeitig gekommen. Okay, jetzt müssen wir natürlich eigentlich ein bisschen Geld verdienen. Was haben wir denn hier noch? Achso, ja, die Ware, das haben wir schon gelesen. Wir schauen mal weiter. So, Oxford hat die Tuchfabrik. Mal gucken, ob ich die finde. Da, die Weberei. Die brauchen also Wolle. Jetzt könnten wir da also Wolle anliefern von hier. Hier gibt es Milch. Und ich glaube, Milch wäre gut nach London zu bringen, denn das ist eine der Grundgüter, wenn ich mich nicht irre, die man immer liefert. Ja, ab 35.000 Einwohner braucht die Stadt Milch. Vieh und Mais. Haben wir denn Mais irgendwo? Tatsache, da ist Mais. Da lasst uns Mais dorthin bringen. Da machen wir einen neuen Bahnhof. Drehen wir hier so rein. Obwohl, wartet mal. Den stellen wir doch lieber so hin. Und dann gibt es eine Linie von da. Und jetzt würde ich sagen, fädeln wir uns hier mal mit ein. Und was jetzt passiert ist, keine Signale. Ja, da muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Oh nein! Scheibenkleister, jetzt habe ich das ganze Ding mit Tunneln gebaut. Oh, das war ja super blöd. Ah, ich glaube aber, wenn ich es abreiße, kriege ich noch Geld zurück. Wartet mal. Oh, das war richtig blöd. Ja, wir kriegen Geld zurück. Ah, sowas.
Da habe ich nicht aufgepasst. Da sind aber auch echt ein paar Höhenlinien, die wir überwinden müssen. Daher müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier geschickter machen. Junge, Junge, das ist gar nicht so leicht. Er will hier schon im Tunnel anfangen. Möchte ich aber gar nicht. Okay. Das ist eigentlich eine Höhenlinie hier. Warum hat er jetzt den Tunnel hier? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob wir dann vielleicht lieber hier rumfahren. Da will er auch einen Tunnel setzen. Mensch, warum denn? Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich das verhindern? Wir erhöhen einfach die Linie. Dann geht es. Null Prozent. Na, das sieht doch wunderbar aus. Also es geht. So hätten wir es dann. Das ist schon eine ziemliche Strecke jetzt, ne? Mit dem Punkt vielleicht löschen, ja, wunderbar. Die Steigung hält sich hier im Rahmen. Können auf den Punkt auch verzichten. Da ist mir die Steigung jetzt zu groß. Dann ziehen wir es doch lieber wieder hier hin. Ohne Tunnel. Das ist jetzt mein Ziel. Aber es geht auch. So, das können wir auch noch löschen. 1%, 0%, minus 1%. Ich glaube, da können wir drauf verzichten. Ja. Das ist die Linie. So nehmen wir sie. Und ich habe jetzt halt noch ein anderes Gleis da gewählt. Das ist aber auch okay. 153.000, das leisten wir uns jetzt. Und dann setzen wir natürlich direkt eine neue Zuglinie auf. Von Feral Rust nach London. Ja, wir bleiben bei Rogers Mogul und fahren dann mal los. Die Höhenlinien wieder ausblenden. Und mal schauen, was passiert. So, also wie gesagt, das ist alles... Das dient alles der Versorgung von London mit Grundgütern.
wie jetzt in dem Fall Mais, was wir ja sehen, was hier zu den, hoppla. So, was hier zu den Grundgütern halt auch gehört. Da ist nämlich ein Bedarf da. Lieferung durch Züge im Moment 5, 6, 7, das sind dann aber wir. Bedarf pro Woche 0,5. So, Fleisch wird auch gebraucht. Das wird aber geliefert. Dann Zucker. Zucker. Oh, hier gibt es eine Anschlussprämie. 100.000 würden wir kassieren. 300.000. 100.000. Das läuft noch 59 Tage. Das hier läuft bald ab. Nee, das ist auch 59 Tage. Also wir haben noch viel Zeit. Wo bekommen wir Zucker her? Ist das hier? Was ist das? Lehm. Lehm. Nee, ich will keine Konzession kaufen. Noch nicht. Erstmal schauen, ob wir irgendwo Zuckerrohr haben. Hier wäre Rind. Da ist Zucker. Ich war gerade schon drauf. Also hier könnten wir Zucker herholen. Und wir kriegen eine Anschlussprämie. Naja, wir müssen ja eh irgendwann Milch mitnehmen. Und wir können ja auch den Stoff nach Oxford bringen. Ich würde mal sagen, wir errichten erstmal einen Bahnhof hier. Und wir errichten einen Bahnhof hier. Der hat beide Betriebe im Zugriff. Und dann bauen wir eine Linie hier rüber an den Bahnhof. Hier ist eine sehr lange Brücke, das gefällt mir nicht. So ist es besser. Das geht aber nicht hier. So können wir es lassen. Und dann müssen wir natürlich noch weiter nach London. So, und die ganzen Anschlüsse, wir werden das wahrscheinlich noch irgendwann mal anpassen und dann auch mit mehreren Gleisen noch arbeiten. Aber für den Anfang ist das so schon okay. Jetzt können wir nämlich erstmal Zucker bringen. Von Knowles Stopp. Ja, sollen wir hier die Milch gleich mitnehmen? Also noch wird sie nicht gebraucht, deswegen lassen wir es mal. Beladung automatisch, passt schon. Rogers Mogul. Und dann geht's los. Und dann liefern wir jetzt Zucker nach London. Und das Stadtwachstum ist auch schon gestiegen hier. Wir sehen das hier, jetzt haben wir zwei grüne Pfeile. Wie viele Einwohner haben wir denn? 24.000, sehr schön. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Und es wird noch weiter vorwärts gehen. Gut. Dann gehen wir mal auf hohe Geschwindigkeit. Und da rauscht schon unsere Lok. Da fahren wir mal ein bisschen mit. Durch die Landschaft. Der Bahnhof wird jetzt einfach durchfahren. Da passiert nichts. Haben wir nicht konfiguriert. Stört dann auch niemanden. Dann geht's weiter nach London. Die Anschlussprämie haben wir übrigens schon kassiert. Wir sind jetzt schon unter 1 Million. Wir müssten vielleicht mal in die Forschung schauen, denn auch Forschung gibt es natürlich wieder. Und wir können ja mal schauen, wo hier der Anfang ist. Oh mein Gott, okay. Also das ist alles schon erforscht, weil wir sind ja schon im Jahr 1860. Und jetzt müssen wir gucken, wo waren wir denn hier? Da. Hier geht's also weiter. Wir könnten zum Beispiel noch erforschen, die schwarze Kasse. Indem ein Teil der Bezahlung an das Bauunternehmen nicht in den Papieren erscheint, können Steuern eingespart werden. Reduziert die Baukosten aller Gebäude. Ja, wir haben 320 Innovationspunkte und wir bekommen 60 pro Monat dazu. Hier können wir uns die Klasse F freischalten. Eine Lok, die besonders für Fracht geeignet ist.
Hier gäbe es stählerne Radreifen. Verringert den Wartungsbedarf. Unternehmensmeldungen. Können wir mehr Anleihen herausgeben. Vorgefertigte Brückenteile verringert den Bau. Die Baukosten für Brücken. Es gibt schon noch einiges. Elliptikfeder erhöht die Ticketpreise für Passagiere um 5%. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Da haben wir noch 120 Punkte über. Wir hatten jetzt noch gar keine Auktion. Verbesserter Passagierwaggon mit mehr Fensterplätzen. Nochmal mehr Ticket, also erhöhte Ticketpreise. Nehmen wir das auch noch mit. Und dann haben wir nur noch 20 Punkte. Dann müssen wir erstmal warten. So, wir liefern weitere 4 Einheiten Zucker Richtung London. Sehr schön, das läuft. Und können wir uns die Tipps und Tricks hier nochmal anschauen. Hier gibt es jede Menge Informationen, Änderungen zum Vorgänger. Anstatt Signale zu platzieren, legen wir nun Streckenabschnitte, die Gleisrichtungen fest. Genau, wenn wir mehrere Gleise haben, die auf einer Strecke sind, zum Beispiel Parallelgleise, dann können wir die Richtung festlegen. Die Signale werden dann automatisch platziert und so weiter. Wir können Weichenköpfe platzieren. Diese verbinden die Parallelgleise vor Bahnhöfen. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Also, oh, jetzt haben wir die Bilanz. Okay. Wir können ja mal in den Bericht reinschauen. Also wir sehen hier natürlich alles schön aufgelistet, wie viel wir eingenommen haben durch Fracht, durch Passagiere, durch Post. Haben wir irgendwelche Prämien bekommen? Das ist die Anschlussprämie von der Zuckerrohrplantage. Das sind dann halt die Einnahmen. Demgegenüber stehen die Personalkosten, die Wartung, sonstiges und die Gesamtaufstellung 226.000 und wir haben einen Plus von 99.000. Das ist gut. Aber wir haben natürlich viel für Streckenbau ausgegeben. Von daher, naja, gut. Aber alles gut soweit. Insgesamt sind wir profitabel und das steigt natürlich jetzt noch weiter. Jetzt könnte man halt wirklich drüber nachdenken, die Anschlüsse hier etwas sinnvoller zu gestalten. Brauchen natürlich nicht für jede Strecke ein Gleis am Bahnhof. Das kann man intelligenter regeln. Aber das sind alles Dinge, die man dann in einem Let's Play machen würde. In diesem Angespielt geht es mir ja nur darum, euch das Spiel mal so ein bisschen zu zeigen. Und gerne zeige ich euch jetzt noch einmal den Brückenkopf. Das machen wir jetzt nochmal. Wir legen diese Strecke nochmal ein bisschen um. Das heißt, wir gehen in den Gleisbau. Wir reißen dieses, hoppla, wir setzen eine Abrissmarke hier. Pausieren erstmal das Spiel. Reißen diesen Gleisabschnitt ab. Und dann machen wir jetzt hier, na, wir reißen noch ein bisschen mehr ab. Ich würde sagen, das Stück kommt mal weg und jetzt setzen wir neu von hier. Wollen wir jetzt ab hier mal ein Parallelgleis starten. Und dann führen wir das hier zusammen. So, jetzt müssten wir eigentlich Signale haben. Nee, haben wir nicht. Na ja, gut, das ist auf jeden Fall der Parallelbau. Ich mach's nochmal anders, Leute. Wir machen das jetzt einfach mal bis hierhin parallel. Und jetzt setzen wir so einen Weichenkopf hier hin. Und der macht halt, wie gesagt, der verbindet die Gleise vor einem Bahnhof. Wenn ich den jetzt hier setze, dann haben wir hier eine Kreuzweiche. Und jetzt kann, und das müssen wir uns jetzt anschauen, wenn wir uns die Linien ansehen. Wo ist die Linie hin? Da, Turner Station. Oh, die ist nicht mehr intakt. Dann müssen wir sie mal bearbeiten. Genau, von da nach da passt ja. Ist alles gut.
Ja, der macht ja alles richtig. Und, ja, Moment, jetzt, was ich euch sagen will, ist, dass der Zug jetzt automatisch ein freies Gleis wählt. Das heißt, der andere Zug kommt ja hier rein, der kann auch hier rüberfahren. Und je nachdem, welches Gleis belegt ist, fährt der Zug dann auf das andere Gleis. So, also die Zuglinie ist eigentlich intakt. Aber wird nicht richtig angezeigt. Ja, was ist denn los? Von da nach da. Bestätigen. Was ist denn da jetzt los? Wieso geht er nur bis da? Es fährt ja halt auch keine Lok mehr, deswegen irgendwas passt schon nicht. Wartet auf Einsetzung. Oh, ich glaube, dass der Zug, der hier fährt... Wo fährt denn der? Hier. Der blockiert gerade den ganzen Abschnitt, aber müsste der nicht eigentlich durch den Brückenkopf... Der kann noch hier aufs freie Gleis fahren jetzt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das sind noch so Unwägbarkeiten, würde ich sagen. Turner Station, London. Feral Rust. Das ist der. So, der fährt jetzt los. Und jetzt müsste der Zug eingesetzt werden. Jawohl, okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Jetzt bin ich gespannt, wie es sich weiter verhält. Jetzt wird er auch durchgehend gezeigt. Okay. Man müsste natürlich jetzt hier noch auch einen Versorgungsturm haben. So, jetzt ist die Lok da drin. Und jetzt wartet hier die andere Lok. Ne, die fährt weiter. Komisch. Die ist die ganze Zeit, während der Zug da drin stand, da angehalten. Da passt irgendwas noch nicht. Das muss ich mir dann halt nochmal genauer ansehen. Aber Leute, es ist ein angespielt. Es geht um die ersten Ideen. Und ich denke, so für den ersten Blick ist das jetzt schon mal ausreichend. Wir werden mit Railway Empire ein Let's Play starten, wenn es dann rauskommt, wenn es erscheint. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Bin wirklich gespannt, wie viele von euch auch schon Bock drauf haben. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung und Kommentare hier zum Angespielt ins Video. Ich freue mich darauf, das zu lesen. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.